Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pikmin. Wir haben einen neuen Ort freigeschaltet, nämlich den Wald der Hoffnung. Und da können wir bereits an Tag 2 hinreisen. Und man sieht auch rechts unten bereits, wie viele Teile in dieser Region sind. Insgesamt sind es 8 Stück. Wir können aber, soweit ich weiß, nicht alle 8 sofort erhalten, denn dafür fehlen uns, glaube ich, auch die Mittel. Aber das werden wir uns alles erst angucken. Ich meine, ich will auch nicht zu viel spoilern. Wir schauen, was möglich ist im Wald der Hoffnung. Vor allem jetzt gucken wir uns erstmal an, was uns da erwartet. By the way, eines der schönsten Musikstücke vom kompletten Spiel. Ach. Ein weiterer Grund, warum ich das Spiel auch so liebe. Die Musik ist einfach bombastisch. Und passt zum Spiel perfekt. So, wir sind mit der Rakete und auch mit der Zwiebel gelandet. Mein Dolphin ist zusammen mit der Pikmin-Zwiebel auf die Oberfläche zurückgekehrt. Ich bin auf diesem fremdartigen Planeten nicht gerne alleine. Und so sollte ich wohl die Pikmin aus ihrer Zwiebel herausrufen. Dazu brauche ich mich nur unter die Lichtkegel unterhalb der Zwiebel zu stellen und A zu drücken. Ja, und wir wollen gar nicht sparsam sein. Wir holen alle raus. Das ist dringend nötig. So, das ist jetzt der Anfangsort. Ich fange gleich direkt an, neue Pikmin zu züchten, indem ich gleich direkt meine Pikmin auf die Blumen, die es hier gibt, loslasse. Ja, und ihr seht jetzt übrigens oben eine so Punkteleiste. Und genau das ist interessant, denn das ist die Zeit, die wir haben. Sprich, jetzt ist es noch ganz links, sprich, wir haben jetzt Tag. Und sobald es ganz rechts ist, ist der Tag vorbei und dann müssen wir spätestens wieder hier bei der Dolphin sein. Ansonsten, ja, haben wir ein Problem. Und welches Problem das sein wird, das werden wir heute auf alle Fälle noch sehen. Je nachdem, ob mir ein Fehler passiert. Ja, die Pikmin können übrigens nicht nur tragen, sondern sie können auch Sachen zerstören. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alle Pikmin hier auf das Teil hier loslassen. Allgemein müssten, glaube ich, die Roten die sein, die die stärkste Angriffskraft besitzen. Sprich, die können am meisten Schaden machen. Und das ist auch gut so, denn würden die jetzt sich keine Mühe geben, dann, ja, hätten wir ein Problem. Weil ich glaube, die brauchen schon relativ lange bei dem Teil hier, weil sie eben nur 26 Grad sind. Wovon 2 ja noch gar nicht wirklich in Verwendung sind. Oh, nee, 1. So, jetzt. Okay, es hat sich ein bisschen was getan. Also wir können jetzt gerade nichts anderes tun, außer hier warten. Aber by the way, wir sehen da hinten schon ein paar 4. Mhm. Kleine 4, aber auch große 4, oh Gott. Oh mein Gott. Achso, jetzt dachte ich, die wären schon fertig. Ich wollte sie gerade zurückrufen. Nee. Einmal müssen sie noch ganz kurz. Aber da vorne, schaut, wie viele von diesen Pflanzendingern da sind. Alter, da können wir richtig viele Pikmin züchten. Das ist echt gut. Wie gesagt, Pikmin haben ist nie verkehrt. So, die sind finish. Na dann. Auf geht's. Ich würde sagen, erstmal gehen wir auf die hier. Wartet, wenn ich jetzt zu den 4 hinlaufe. Okay, 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 da kommt noch keine Nachricht. Soll sich jetzt erklären oder macht es das Spiel? Nee, nee, das Spiel macht gar nichts, das Spiel macht gar nichts. Okay, dann erkläre ich ganz kurz. Okay, also, so lieb wie diese Käfer hier aussehen, so abscheulich sind diese Dinger. Denn die haben eine Leibspeise und die lautet Pikmin. In anderen Worten, ne? Ganz egal, was kommt, sofort angreifen. Ich habe keine Erbarmen mit diesen Dingern. Weil wenn man einmal nicht guckt, dann können die schon sehr viel Schaden machen. Und ehrlich gesagt, ich will heute mit möglichst wenig Toten hier rausgehen. Das wäre nicht gut. Ja, und auch diese Punktkäfer, so heißen die nämlich, kann man transportieren. Sie werden natürlich auch zur Zwiebel gebracht und dort, ja, werden auch aus diesen Teilen dann eben Pikmin gemacht. Zumindest kann die Zwiebel das verarbeiten. Ja, ich mache jetzt erstmal die ganzen restlichen Pflanzen hier auch weg. Ich will hier nichts übrig lassen. So, die auch noch. Und mit den restlichen werde ich gleich den nächsten Punktkäfer hier klatschen. Vollgas, let's go. Am einfachsten ist es übrigens von hinten anzugreifen. Greift man nämlich von vorne an, dann ja. Könnte es sein, dass die 4 bereits die Pikmin verspeisen? Und das will ich nicht. So, die noch.
Ah, dann mache ich gleich ein paar mehr, damit die schneller latschen. Die restlichen hier. Gut. Da hinten ist einfach eine 10er. Ja moin, Alter, wie viele da jetzt schon gespawnt sind. 42 sind es mittlerweile gesamt. Okay, jetzt hat man gerade kurz eine Glocke gehört. Das war schon das erste Warnzeichen, dass bereits ein Viertel des Tages vorbei ist. Also ja, es kann relativ schnell gehen. Aber wir haben noch kein Teil gefunden, das ist gerade blöd. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen Gas geben. So. Gut. Ich hole kurz mal die restlichen wieder zurück. Und die lasse ich währenddessen keimen. Ja, mit der Armee, die ich jetzt gerade mit mir führe, würde ich sagen, da vorne sind weitere Punktkäfer. Erstmal töten und da vorne... Oh, da ist ein Teil. Okay. Das habe ich jetzt gerade gar nicht vorher gesehen. Bitte nicht... Ja, okay, okay. Muss auch aufpassen, wohin der Kerl die abschüttelt, weil wenn er die zum anderen Punktkäfer hinschüttelt, hätte ich ein Problem. Das war dumm, glaube ich, gerade, aber ich glaube, ich probiere es. Das geht sich aus. Okay, nice. Ich hatte gerade Angst, dass das zu weit vorne war beim Mall, weil sonst, wie gesagt, könnte die Geschichte böse enden. Oh Gott. Bei dem gedulde ich mich noch. Ich bin mir unsicher, ob ich den heute noch klatschen werde. So, die Pflanzen nehme ich alle noch mit. Ja, das Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, dass man in den ersten Tagen, ich sag mal, mehr sich darum kümmert, die Pikmin überhaupt zu vermehren. Hey, das ist der Kraftstoffdynamo. Er sorgt für eine schier unerschöpfliche Energieversorgung. Nun brauche ich mir um zur Neige gehende Energiereserven keine Gedanken mehr zu machen. Sie wird mein Kampf ums Überleben doch etwas leichter. Okay. Ja, wie viel brauche ich zum Transportieren? 40! Ja, moin! Wartet, nee, ich glaube, das mache ich gar nicht. Also, da nehme ich lieber vorher die Pikmin und klatsche erstmal den Großen da hinten, ne? Und die restlichen werde ich dann eben zum Transport darauf loslassen. Ist, glaube ich, taktisch klüger. Vor allem, jetzt kann ich hier erstmal alle pflücken. Das dauert ja auch alles sein Zeitchen. Aber hey, wir haben noch nicht mal Halbzeit, also der Tag ist hier noch lang genug. 47 führe ich jetzt schon mit mir. Bei dem Großen bin ich gerade am Überlegen, wie ich es am besten mache. Den muss ich von hinten angreifen, eindeutig. Wobei, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht vorher wirklich erstmal ein paar Pikmin erst zu diesem Teil bringe. Weil wenn ich eine zu große Armee habe und der wacht auf, ist es blöd. Weil dann gibt's Tote. Ich glaube, das war der letzte, oder? Ja. 71 führe ich mit mir mit. Ja, das ist... Wartet kurz, die anderen kommen auch schon. Ja. Ich nehme alle 75 gleich mit. Wie gesagt, die Zeit reicht auf alle Fälle. Dann kann ich jetzt eben 40 auf das Teil loslassen. Wartet, den nehme ich noch mit. Der stand noch ein bisschen... Der war noch nicht zugeordnet. Dann lasse ich jetzt 40 auf das Teil los. Wait, so. Ja, ich mache das jetzt kurz mal so. Dann wenn ich jetzt alle einfach, ich sag mal, von der Gruppe wegnehme, dann könnte es sein, dass sich 60 auf einmal um das kümmern und das will ich auch nicht. So, das war... Ah, das war ja zu viel, aber egal. Der hilft halt nochmal extra mit. Genau, die tragen es jetzt. Oder? Ach, okay, der hat es später geschnallt. Na gut. So, mit denen... Hui, das wird jetzt kritisch. Ich mache jetzt mal einen großen, weiten Bogen. Nein, nicht dahin laufen! Bist du behindert? Habt ihr gesehen, wo der hingelaufen ist? Was für ein kranker Dude. Der ist suizidgefährdet. So, und jetzt. Let's go. Kein Erbarmen, der hat so viel Leben. Nein, er darf sich nicht umdrehen. Er darf sich nicht umdrehen. Meine Uhr klingelt und zeigt mir, dass bald Mittag ist. Nun muss ich genau auf den Sonnenmeter achten. Auf meinem Monitor. Und mein Vorgehen daran anpassen. Ich sollte immer auf die Monitordaten achten. Ja, ich habe gerade ein anderes Problem. Der hat die ersten Pikmin im Maul. Das ist nicht gut.
Am oberen Rand meines Monitors befinden sich das Sonometer und die Tagesanzeige. Am unteren Rand befindet sich meine Raumanzuganzeige und der Pikmin-Zähler. Von links nach rechts kann ich hier die Pikmin unter meinem Kommando, die Zahl der Pikmin im Feld und die Gesamtzahl der Pikmin inklusive diejenigen in der Zwiebel ablesen. Stelle ich meinen Monitor ein, drücke ich L, um die Kamera zu bewegen, R, um zu zoomen und Z, um die Perspektive zu ändern. Drücke ich Y, blende ich mir eine detaillierte Computeranalyse ein. Das juckt grad nicht! Der frisst! Scheiße. Ich hab verkackt. Er hat einen erwischt. Ha, verdammt! Genau deswegen wollte ich hier mit einer Überzahl hin, aber er hat trotzdem einen erwischt. So. Die transportieren das schon. Hier sind Bomben, oder? Ja, das sind Bomben, aber die kann ich noch nicht anwenden. Aber ich habe noch eine andere Kleinigkeit. Achso, stimmt, die haben das Teil jetzt mal hingebracht zur Rakete. Kraftstoffdynamo. Damit wird die Sache erhellt und die Kerzen haben ausgedient. Ich habe 2 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 3 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Aha. Ich weiß aber schon, was wir jetzt tun können. Genau, ich habe das da hinten schon gesehen vorhin. Ich glaube, das können wir hier ausbreiten. Ich probiere es kurz mal. Genau. Dann lasse ich die Pikmin das hier erstmal machen. Habe ich gerade... Scheiße! Ich habe einen rübergeworfen! Nein, oder? Ich bin so inkompetent. Ich bin so ein inkompetenter Bastard. Es tut mir leid, aber ich habe den drüber geworfen. Oh! Ja, jetzt habt ihr eine andere Sache auch noch gesehen, die sehr gefährlich ist. Wenn man rote Pikmin ins Wasser wirft, dann saufen die. Das ist nicht gut. Und ich habe den Fehler leider gerade gemacht. Oh. Okay, 59 habe ich jetzt gerade. Das passt schon. Wartet. Da schmeiße ich hier noch ein paar hin. Und diesmal nicht drüber werfen. Ganz, ganz wichtig. Genau. Und die anderen. Die bringe ich zu dieser Wand da hinten. So eine haben wir gerade am Anfang ja schon zerstört gehabt. Ganz am Anfang. Wie wir auf dem Planeten gelandet sind. Oh nee, und da hinten ist ein weiterer großer. Das ist nicht gut. Der kann uns wieder was kosten, wenn es blöd läuft. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal den Weg freimachen. Der eine ist aber wach, das kann gefährlich sein. Gut, ich sag mal, dass ich schnell genug bin. Und kurz mal die anderen pflücke, weil wenn das dann herunten ist und der Punkkäfer sieht die, das wäre blöd. Und dann liefern wir dem sozusagen gratis Essen gerade. Das wäre nicht nice. 88 haben wir mittlerweile schon. Das ist für den zweiten Tag echt gut. Vielleicht schaffen wir sogar noch die 100, das wär's. Der Tag ist noch lang genug. Okay, jetzt kam gerade ein Sound. War es die Brücke oder was? Es war die Brücke da hinten. Wie sieht's da aus? Okay, das haben sie auch gleich. Ja, den großen Punktkäfer, den kann ich noch klatschen nachher. So. Töten, töten, ganz schnell töten, ganz schnell töten, ganz schnell töten. So. Und diesmal klappt's hoffentlich. Ohne Tote, bitte. Ich habe diesmal viel mehr Pikmin. Komm, komm. Nein, nein, der läuft schon hin, der Kollege. Nein, bitte nicht, komm, verreck. Okay, danke. Danke, danke, danke. Dann transportieren wir den auch gleich mal. Besser geht's gar nicht. So. Und ich würde sagen, wir haben genug Zeit noch. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich mir das bis zum nächsten Part aufhebe, aber die Zeit reicht auf alle Fälle. Gut, dann machen wir das ganz schnell. Ihr seht, was hier liegt.
könnte mich, by the way, erinnern, dass die erst später kam, aber gut, Pech gehabt. Ja, ihr seht richtig, eine neue Zwiebel. Ich habe mich ja vorher schon, glaube ich, ein bisschen verplappert. Ich habe ja gesagt, rote Pikmin können das saufen. Warum sage ich explizit rote Pikmin? Tja, das liegt daran, weil es mehrere Pikmin-Arten gibt. Und das ist eine zum Beispiel, eine weitere. Die Farbe ist unterschiedlich, aber es handelt sich wohl doch um ein Pikmin. Der erste Blick offenbart, was in einigen Kreisen wohl Riesenohren genannt würde. Es sieht außerdem leichter als die anderen aus. Wie unterscheidet es sich wohl von den roten Pikmin? Na egal, sie sind sich auf jeden Fall sehr ähnlich und deswegen werde ich auch dieses Exemplar Pikmin nennen. Er ist auch ein Pikmin, jetzt muss ich kurz überlegen, wie kann man die nochmal tauschen? Konnte man irgendwie tauschen? Ne, so nicht. Ne, Z war es auch nicht. Ha, wie ging das nochmal ganz schnell? Oder muss ich da... Okay, das muss ich nochmal nachgucken. Ich bin mir gerade unsicher, wie man die tauscht. Egal. Ich brauche auf alle... Ach man, das ist gerade alles so... Der läuft so komisch. Ich will nur den gelben gerade haben. Das hat einen speziellen Grund, denn... Auch die Farbe von diesen Pflanzen spielt eine wichtige Rolle. Denn wenn man jetzt, ich sag mal, ein gelbes Pikmin, so eine gelbe Blume... Von so einer gelben Blume diesen Kern zur Zwiebel transportieren lässt, dann fallen doppelt so viele Pikmin raus, als wenn es zum Beispiel ein roter eine gelbe transportieren würde. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Weil so kann man dann eben die Erzeugung von Pikmin, ich sag mal, ein bisschen beschleunigen, beziehungsweise macht es ein bisschen einfacher. Ich habe schon wieder eine Pikmin-Entdeckung gemacht. Gerade als ich genau 100 Pikmin im Feld hatte, stoppte die Zwiebel die Abgabe von Samen. Und trotzdem, die Anzahl der Pikmin stieg weiter an. Es sind erst einmal 100 Pikmin im Feld, so entstehen alle weiteren Pikmin direkt in der Zwiebel. Aber es können nie mehr als 100 Pikmin im Feld, daher in einem Areal sein. Aha. Das bedeutet, ich kann gerade jetzt nur 3 gelbe hier haben. Na gut, dann lasse ich kurz mal die restlichen Pikmin von Gelb hier diese Sachen hier transportieren. Und ich laufe mit den roten schon mal zurück. Vor allem, ich muss sowieso noch mal ganz kurz zu 47, aber das sind immer 47, oder? Ja gut, wem auch sei. Ich muss sowieso kurz mal dahin zu dieser Brücke. Denn da sind noch ein paar arbeitslos und das kam... Die sollte man nicht einfach nur rumstehen lassen, okay? Ganz, ganz wichtig. Niemals Pikmin einfach so rumstehen lassen. So, die ich jetzt habe, können tatsächlich aber... Hier das kurz mal transportieren. Nein! Nehmt doch beide, Alter. Die... Na, Alter, komm, als ob die... Als ob... Ja, gut, ich gebe es zu. Manchmal sind Pikmin auch behindert. Ja, die sind tot. Und die nächsten laufen rein. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man zu viele Pikmin hat. Das waren jetzt 4, die daran gestorben sind. Hä? Der ist auch noch gestorben. Der andere ist rausgekommen. Mann, Alter, das wollte ich jetzt nicht. Das nennt man natürliche Selektion an der Stelle. Die Sonne geht schon unter. Beeil dich. Genau, das ist jetzt gemeint. Manu erinnert mich daran, dass bald Sonnenuntergang ist. Die Pikmin, die in der Nähe der Zwiebeln und des Dolphins warten, werden wohl aus eigenem Antrieb heraus in die Zwiebel zurückkehren. Ich muss die Ausreißer zurückrufen, die nicht von selbst zurückfinden. Ich bin überzeugt, dass die gesäten Pikmin in Sicherheit sind, aber ich mag den Gedanken nicht, dass Pikmin nachts sich selbst überlassen sind. Das ist auch verantwortungsvoll. Gut, erstmal alle Pikmin reinschicken, die ich jetzt gerade habe. Ich weiß nicht, soll ich die anderen jetzt schon pflücken? Ne? By the way, es ist egal übrigens, ob die Pikmin noch in der Ding drin sind. Also in der Erde. Das macht keinen Unterschied. Ich glaube, die müssten sicher sein, sogar die jetzt da stehen. Stimmt, und der eine war jetzt ein bisschen länger in der Erde drin, habt ihr gerade gesehen. So, die gebe ich auch noch rein. Und ich laufe nochmal ganz kurz zu den Gelben hin. Vielleicht schaffen wir in der kurzen Zeit noch ganz schnell die anderen zu vermehren. Ein paar Sekunden sind es noch. Okay, ne, das geht sich nicht mehr aus.
Aber ich muss trotzdem ganz schnell zu den Gelben. Nicht, dass irgendwie. Vielleicht pflücke ich die paar sogar noch. Das ist gefährlich. Warum habe ich jetzt nur drei? Wo hätte ich einen vergessen? Wo hätte ich einen vergessen? Hallo? Ach so, der eine, der was reingepflanzt war, oder? Ich bin behindert. Macht Sinn. Ja gut, dann ist der Tag auf alle Fälle vorbei. Ich kann nichts mehr machen, den einen lasse ich jetzt im Boden drin. Ja. The day is over. By the way, ein Tag ist immer 20 Minuten, glaube ich, lang. So ist das eingeteilt. So. Er geht natürlich zurück in sein Raumschiff. Aber wir können froh sein, wir haben auf alle Fälle einen Teil gefunden. Das ist auch wichtig. Ja, und ihr seht schon, was uns da unten erwartet. Ihr seht diesen Punktkäfer. Sollten wir Pikmin frei rumstehen lassen und nicht mehr zurückbringen zum Schiff oder nicht in der Nähe der Zwiebel sein, dann, ja, sind sie leider Futter für die Punktkäfer. Oder allgemein für die vier, die da unten rumlaufen. Zwei Tage seit Aufprall. Offenbar sind viele Teile meines Schiffes in dieser Region abgestürzt. Wenn ich nur mein Radarteil finden würde, dann könnte ich meinen Radarschirm benutzen. Meine Chancen würden sich enorm verbessern. Durch Drücken von Y könnte ich die anderen Teile ausmachen. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also ich muss den Radarschirm finden, dann kann ich... Stimmt, weil dann wird in der Karte angezeigt, wo die Teile sind. Das ist sehr nützlich. Hier gibt es offensichtlich viele feindselige Lebensformen. Sollte ich attackiert und mein Raumanzug beschädigt werden, muss ich zum Raumschiff zurückkehren, mich davor stellen und A drücken, um ihn zu reparieren. Wichtig ist es, die Raumanzuganzeige links unten im Bild im Auge zu behalten. Ja, denn auch Olimar selbst kann verrecken. Und das ist nicht gut. Weil dann ist der Tag eigentlich verloren und wir haben eigentlich einen Tag verschwendet. So, wir haben 98 gekeimt, leider aber 7 im Kampf verloren. Und zwar durch unterschiedliche dumme Aktionen. Ich meine, der eine Tod bei dem Punktkäfer, der kann passieren. Aber die 6 anderen sind ja im Wasser gestorben. Warum sind auch die immer so kernbehindert teilweise? Die laufen halt echt einfach ins Wasser und das ist halt so bitter. Wenn ich weiß, dass ich nicht schwimmen kann, dann gehe ich nicht hin, geh ich auch nicht irgendwie in ein tiefes Becken rein oder so zum Beispiel. Das macht keinen Sinn. Ja, so weit denken aber die Pikmin leider nicht. Und genau deswegen müssen wir eben aufpassen. Und ja, somit 7 leider gestorben, sind 7 zu viel, aber was willst du machen? Ja, unten sieht man die Aufteilung, 102 rote und 11 gelbe. Und ja, im nächsten Part werden wir uns natürlich darum kümmern, die Population der Gelben ein bisschen voranzutreiben und vielleicht sogar auf die gleiche Stufe wie die Roten zu bringen. Leute, bis dahin, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, Leute.